Mütterchen ist verliebt. Wie süß. Und, konnte sie ihn schon besitzen? Das ist er ja gerade. Hier bin ich einfach nur Luft. Wenn er sich auch gleich sein Treffen bereit erfände, könnte ich ihn vielleicht mit einem kleinen Liebestrank für mich einnehmen. Aber so... Liebestrank? Ich wusste es. Hier ist Hexwerk im Gange. Das halten wir doch schon. Wir sind bereits in der nächsten Szene. Warum muss es denn ausgerechnet ein Treffen sein? Kannst du den Trank nicht anders verabreichen? Ich darf doch nicht. In die Burg, junger Mann. Außerdem muss der Wirt mich sehen, wenn er den Trank nimmt. Junger Mann! Weißt du was? Ich besorge dir deinen Wirt. Was würdest du tun? Ach, mein altes Herz braucht gleich wie ein übermütiges Fohlen. Hat ihr gehört? Sie hat mich junger Mann genannt. Geil. Ja, ja. Du bist doch überhaupt nicht zu manipulieren, Karl Ulf. Komm, du seht meine Mann. Dann zeig mal her, was du hast. Oh, okay, 100 Gold dafür. Alraune, Dunkelbeere. Lass mal gut sein. Wo ist jetzt der Kackwert? Da drin. Habt nochmal Dank für eure Hilfe. So ein Kobold ist so eine rechte Plage. Für einen Wirtshauskeller. Wenn ihr uns schon so ein dankbar Licht fühlst, kannst du mich gerne mit einer Kleinigkeit reformieren. Nanu, ihr habt doch schon eine Bildung erhalten. Mag dankbar sein, doch ich bin keine Kuh zum Melken. Ach, es ist nur ein klitzekleiner Gefalle. Die alte Antrud vor dem Tor wünscht dich zu sehen. Daher wieder Wind, also, du hast dir die runzlige Liebesstole als Kuppler verdient. Liebestolle. Weiß der Krallengezackte allein, was sich die alte da in den Kopf gesetzt hat. Aber nicht mit mir, niemals. Gib dir den Rockwirt. Wieso sollte ich? Ich wandle weder auf Freiersfüßen, noch bin ich blind. Entrut, soll den Kobold nochmal fangen und ihn wieder zurückbringen, wird? Ihr Götter, nein! Ach, das ist das letzte Mal, dass ich meine Probleme von anderen beseitigen lasse. Ich gehe zu Entrut, aber mehr dürft ihr nicht verlangen. Nein, nein, geh einfach zu ihr. Alles, was ihr liegt, ist sie das Hand. Linke Hände werden ganz sicher im Spiel sein. Eine Bedingung stelle ich auch. Ihr führt während meiner Abwesenheit die Wirtschaft weiter. Durstige Kinder sind mein Gewinn und davon soll mir wegen dieser Endrut nichts entgehen. Ja, ja, Becher für die Zecher. Die paar Trinker werden wir schon bedienen. Ein paar? Ha, gleiche Stoßzeit. Man kommt gar nicht auf den Gedanken, etwas zu unterschlagen. Ich kenne meine Bestände. Nun geh schon, du alte Krämerseele. Ein Herz wartet auf dich. Lass mich jetzt bitte nochmal speichern. Speichern, bitte, jetzt. Schlusszeit! Ich kenne verlassene Weile, die belebt das ja als dieses Gewirtschaft! Wachablösung, Mann! Hab ich einen Durst nach der Latscherei auf den Zinn! Naja, ein paar Gäste kommen also doch! Wachablösung! In ein paar Minuten beginnt unser Dienst, da muss ich Notvorrat kippen! Es liegt nach Arbeit! Trank, Trank, Trank. Komm ja schon, ihr Schluckspechte! So schwer ist das auch gar nicht! Oh doch, die Trinker haben einen enormen Durst. Schon bald werden die ersten Becher leer sein und die Meute kragen nach mehr. Dann gilt's. Versuche die Becher so schnell wie möglich wieder aufzufüllen. Um nachzuschenken geht es um Fass, das neuen Trunk enthält. Dadurch erhältst du einen Ladentrunk, mit dem du einen leeren Becher füllen kannst. Und wenn Becher geleert wurde, siehst du dann, dass ihn der Trinker wieder abgestellt hat. Alles klar? Prima, dann los. Okay. Mann, was saufen die alles weg hier? Mann, das ist ja abartig. So viel zu den... Wie heißt das? Sittlichen... Paladin. Und warum kann ich immer nur einen Becher füllen? Ist doch voll für den Arsch. Ich meine, hallo? Habe ich nicht einen größeren Krug oder so? Das wäre doch viel geiler.
Also viel besser, viel realistischer würde ich fast besser. Boah, noch Zeit. Ah, das ist gut. Bis zur nächsten Wahllösung. Das kriege ich bestimmt Erfahrungspunkte oder so. Dämon Arsch 1, bin ich fertig. Ich kann mich da mal dazu zu naschen. Darum also verzögert hier mal die Wachablösung. Das kommt alles in meinen Bericht. Kein Wunder, dass ihr Kraft zum Jammern habt. Den Großteil der Becher habt ihr mich doch wuchten lassen. Die Helden haben 40 Becher aufgefüllt. Mit 120 EP vergolden. Na, doch klüger kann man stehen. Aber noch hin, aber noch her. Mir reicht's. Wo bleibt der verdammte Wirt? Ich habe auch genug. Lass uns den Burschen wieder an seinen Platz zurückzehren. Den habe ich mir verdient. Yeah. Kann ich die Tassen auch mitnehmen? Bäh, ich kann nichts mehr sehen. Ich kann's nicht mehr sehen, ja. Finde nicht auch, dass die Wolken heute besonders fluffig sind? Da war Antwort also sehr überzeugend. Sie ist so eine bezaubernd, einnehmend, attraktive, hinreißende Frau. Ich weiß gar nicht. Oh ja, bezaubernd ist sie. Psst. Dann wollen wir dich auch nicht weiter abhalten, dein junges Glück in Ruhe zu genießen. Der schläft gerade in anderen Fern. Fern. Ich tue den Becher leeren. Reimt sie jetzt nicht wirklich, aber egal. Kommt, seht doch mal warnen! Wegen des Witz! Ach, es ist geglückt, seit dieser stattlichen Mannsbild von meinem Spezialtee getrunken hat. Erkennt er wird endlich meine Vorzüge. Er ist so ein Knuffiger. Ersparen Sie Details! Mein Glückwunsch! Mit den richtigen Mittelchen kann man den Schicksal auf die Sprünge helfen. Hihi! Du scheinst mir um die Kraft zu wissen! Warte, ich glaube, ich habe den richtigen Lohn für eure Mühen. Glaubt es an mein Abenteuer, Näschen! Ich wusste, hier gibt's auch was zu holen! Nehmt dieses Rezept! Damit werdet ihr in der Lage sein, einen Heiltrank zu brauen! Wir haben keinen Bedarf nach Hexenwerk, Alte! Doch haben wir, du Tor! Erwählter, willst du diesem Weib gestatten, unseren heiligen Zug mit ihren Machenschaften zu beflecken? Jokel, bist du mir ernsthaft vorschlagen, eine Belohnung links liegen zu lassen? Hab Dank, Antrud! Ja, nö. Lächelt bloß. Ja, ja. So, ich will, da lang will ich. Komme ich da hinten jetzt noch rein, oder? Ja. Was brauche ich denn für einen Heiltrank? Zwei Dunkelbeeren, zwei Froschschenkel, die ich nicht habe, und zwei Branntwein, die habe ich. Ja, Wein habe ich immer. Also, besaufen, das ist kein Ding, ne? Das ist... voll kalt bin ich auch. Erstaunlich. Etwas, was ich selten bin in Rollenspielen. So, was muss ich jetzt noch machen, bevor ich losgehe? Muss ich noch irgendwas machen? Ja, ich muss dieses komische Zeichen, Dingsbums, Ordens, was auch immer erfinden. Von dem ich jetzt schon nicht mehr weiß. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Soll es finden? Ja, genau. Das wird lustig. Das wird so total überhaupt nicht. Ich töte nochmal die Spinne. Einfach weil ich es kann hier, ne? Ich bin's. Oder die Spinnen. Ja, ich werde mal im Internet schauen, ob ich hier nicht was finde, ne? Damit ich herausfinden kann, was ich überhaupt genau suche, ne? Weil ich möchte schon möglichst viel finden, aber im Let's Play, das ist immer so eine Sache, weil man nimmt was auf und dann kann man eine Zeit lang nicht spielen, also wegen meiner Erkältung, da kam das nicht so gut, habe ich gedacht. Und ich wollte es ja weiterhin blind spielen, deswegen habe ich da jetzt einige Zeit lang nicht aufgenommen und ja... Das Ganze führt dann dazu, dass ich jetzt nicht mehr so wirklich weiß, was ich genau suche überhaupt. Ist es nicht toll? Egal, ich habe nochmal die Spinne getötet. Das gibt nochmal Erfahrungspunkte. Dann kann ich gleich nochmal pennen. Ich spring nochmal runter. Yeah! Ah, das kann ich den ganzen Tag machen. Na, ich sagte wieder dasselbe. Ja, doch. Also, keine Ahnung. Was ist überhaupt mit dem Fass? Kann ich das von unten runter? Kann ich da vielleicht runterspringen? Das muss man nochmal ausprobieren. Dann mal aufhören, das geht so nicht. Nö. Nö, geht da, hier geht gar nichts.
Okay, dann eben nicht. Würde ich sagen, ja, ein bisschen was können wir noch heilen und so, ne? Sollte immer mit voller Energie rausgehen. Vor allem, wenn es umsonst ist, die Heilung. Also, Heilung muss sonst immer nehmen. Also, ein Rollenspiel. Immer prinzipiell sofort gleich hier jetzt, ne? Ach Gott, habe ich bei Godic oft geschlafen. Ach Gott. Ich nehme keinen Heiltrank. Nein, ich nehme auch dieses gebratene Fleisch, also von dem ich 100 habe. Nein, ich gehe lieber ganz oft schlafen. Und ich glaube, ich will runter. Ich will runter. Will unten aufhören. Yeah. Kann ich nämlich raufgucken. Was immer mir das bringt. Warum soll ich... Ach ja, richtig. Da war ja das mit dem Brunnen. Die Helden schärfen ihre Waffen und haben wieder das gute Gefühl, ein Höchstmaß an Gefährlichkeit auszustrahlen. Oh, das hatten wir noch nicht. Gut. Das war's dann erstmal für heute, würde ich sagen. Ich überspeichere besser mal alles. Dann lade ich auf jeden Fall nicht den falschen. Ach ja, übrigens mit F12 kommen wir den hier so auf den Startbildschirm. Für die Leute, die es nicht wissen und mal interessiert. Egal, das war's erstmal für heute mit Wolfenhain. Ich spiele dann irgendwann demnächst weiter mit und hol mir das Ding und dann ziehen wir los. Ziehen wir los, ja. Dieser doch etwas weniger, wahrscheinlich für die meisten weniger spannend, aber es ist ein Rollenspiel, da muss viel Text rein und Story und möglichst wenig Zufallskämpfe wie in anderen Rollenspielen. Ja, egal. Ich sage auf Wiedersehen.